jetzt gut in Holland angekommen, beziehungsweise ich bin schon vorgestern hier eingezogen, aber jetzt habe ich meine Sachen ausgepackt und bin jetzt so richtig angekommen, so langsam halt. Und hier im Hintergrund seht ihr schon so ein bisschen mein neues Zimmer, beziehungsweise eigentlich nur mein neues Bett. Und ja, ich weiß, dass jeder dieses Bett einfach hat, aber es ist halt voll schön und was auch ein sehr großes Argument war, es ist vor allem günstig. Und ich habe einfach in letzter Zeit irgendwie total Lust aufs Vloggen bekommen. Also so mit dem Tel Aviv-Dingsens und Island und so. Jetzt habe ich irgendwie richtig Bock da drauf und deswegen dachte ich, mache ich einfach mal so ein kurzes Video, wie es mir hier in Holland so gefällt und was ich hier so mache. Ich erzähle einfach mal kurz, wie der ganze Umzug so gelaufen ist. Also ich hatte halt vorher schon meine ganzen Sachen zu Hause dann natürlich in Umzugskartons gepackt und alles. Dann hat mein Vater einen Anhänger ausgeliehen und wir haben das ganze Zeugs da reingepackt. Ich habe auch mein Fahrrad mitgenommen und alles Mögliche. Und dann sind wir erst zu Ikea gefahren in Deutschland, weil ich Ikea-Gutscheine hatte, die halt nur in Deutschland gültig sind. Und ja, da habe ich erstmal alles Mögliche gekauft, was man so braucht. Einen Nachttisch, eine Kommode, dann das neue Bett halt. Und noch so ein paar Küchensachen und ein Spiegel und sowas. Und wenn ihr eine Roomtour möchtet von meinem neuen Zimmer und dazu gehört auch noch eine Küche, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr eine Roomtour sehen möchtet, dann schreibt am besten auch dazu, wie euch das lieber ist. Ich weiß nämlich nicht genau, wie ich das dann machen soll, weil es ist halt noch nicht alles ganz fertig. Ich brauche zum Beispiel noch neue Gardinen, weil meinen einfach mal Löcher drin sind und die mit so einer komischen Wäscheklammer zusammengehalten werden. Und ja, ich könnte dann halt entweder jetzt schon eine Roomtour machen und dann nachher nochmal ein Update drehen oder halt so lange warten, bis wirklich alles komplett fertig ist. Ja, keine Ahnung, sagt mir einfach mal eure Meinung dazu oder vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht sehen, aber ich hatte irgendwie richtig Bock, eine Roomtour zu drehen. Ich wollte das sowieso schon länger mal machen und ich gucke solche Videos einfach mega gerne. Aber keine Ahnung, in meinem alten Zimmer hat sich das irgendwie nie so ergeben. Ja, ich bin voll vom Thema abgekommen. Ich wollte eigentlich erzählen, wie das alles hier so abgelaufen ist. Nachdem wir bei Ikea waren, haben wir da das ganze Gedöns in den Anhänger noch gepackt und dann sind wir hier nach Holland gefahren. Ich studiere ja jetzt in Utrecht, beziehungsweise am 1.9. geht es halt los. Und dann, ja, war mein Vater halt hier und mein Freund ist dann auch noch gekommen und dann haben die mir geholfen, die ganzen Möbel aufzubauen und den Spiegel an die Wand zu schrauben, zu dübeln, wie auch immer. Und ja, dann habe ich gestern eigentlich fast den ganzen Tag damit verbracht, meine 1000 Kartons auszupacken und ich habe festgestellt, ich habe einfach viel zu viel Zeug. Ich habe viel zu viele Bücher und viel zu viele Klamotten und zu viele Schuhe und keine Ahnung, es ist irgendwie... Also ich habe es jetzt alles in meinem Zimmer unterbekommen, aber es ist alles einfach so viel. An dem Tag, wo dann der Umzug war, also vorgestern, dann waren wir auch noch abends Lebensmittel einkaufen. Das war voll die Last-Minute-Aktion, weil der Supermarkt hatte bis 8 Uhr auf und wir waren um 10 vor 8 da. Und deswegen sind wir einfach nur so durchgerannt und haben alles Mögliche da in den Korb geschmissen, was man irgendwie jetzt erstmal so ganz dringend braucht. Dann bin ich heute nochmal losgegangen und habe mir das Zentrum so ein bisschen angeguckt. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und ich fand das hier alles so unübersichtlich. Es ist alles voll mit so kleinen Gassen und so kleinen Sträßchen, die dann auf einmal irgendwie anders heißen und so. Und ich habe mich die ganze Zeit verfahren, weil ich halt hier kein Internet habe, noch nicht. Und deswegen konnte ich halt nicht bei Google Maps oder so gucken. Und irgendwann war ich so genervt davon, dass ich mich die ganze Zeit verfahren habe. Dann bin ich zu so einem Kiosk gegangen und habe mir da einen Stadtplan gekauft. Und dann habe ich halt noch so ein bisschen Zeug eingekauft. Ich habe mir ein holländisches Kinderbuch gekauft. Ich zeige euch das mal kurz. Moment. Das hier. Das ist voll süß und es glitzert einfach. Und ja, das steht jetzt neben meinem französischen Bambi-Buch. Weil ich finde irgendwie, um eine neue Sprache zu lernen, ist das mega cool, einfach mit Kinderbüchern anzufangen, weil die Sprache so einfach ist. Und ja, ich habe jetzt schon ein neues Wort gelernt, nämlich was Schaukelstuhl auf Holländisch heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es brauchen werde, wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Heute auf jeden Fall erstmal habe ich mir dann noch ganz viele Lebensmittel und sowas gekauft. Ich habe auch so einen Bioladen gefunden, beziehungsweise ich habe das vorher schon bei Facebook gesehen, wo es halt ganz viele Sachen so in so Behältern zum Selbstabfüllen gab. Dann habe ich erstmal einen ganzen Rucksack voll mit leeren Gläsern dahin geschleppt, nur um festzustellen, dass man das in Gläser gar nicht füllen konnte, sondern nur in Tüten und Taschen und so, weil das halt mitgewogen wird und so. Ja, es war ein bisschen ärgerlich, weil das nämlich dann wirklich schwer wurde, aber da habe ich halt so ein bisschen Gemüse gekauft und Reis und Haferflocken und so ein paar Basics halt. Und damit sollte ich jetzt erstmal über die Runden kommen. Und mega geil, genau am 9. September eröffnet der erste verpackungsfreie Supermarkt in Holland und das ist genau in Utrecht. Richtig cool, ich freue mich schon mega. Bin so gespannt und ja, irgendwie finde ich das voll cool, weil ich ja sowieso so ein bisschen
auf Zero Waste und so bin. Und dann ist es halt ziemlich cool, dass ich dann nicht mehr so viel Verpackungsmüll mache. Oh, ich krieg schon voll den steifen Arm hier. Ich muss mal eben kurz wechseln. Ja, und heute war auch sehr lustiges Wetter. Es war abwechselnd mega sonnig und dann hat es auf einmal mega geregnet, natürlich, als ich auf dem Rückweg war. Mit meinen ganzen schweren Einkäufen und so und überhaupt schon gar keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich mich die ganze Zeit verfahren und habe mein Haus nicht wiedergefunden. Und ja, dann bin ich auch noch klatschnass geworden und dann kam ich nach Hause, habe ich erstmal mir eine Jogginghose angezogen, mir einen Tee gemacht und mein cooles Twinkle-Buch gelesen. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch dann vielleicht nochmal morgen mit, wenn ich nochmal in die Stadt gehe oder so, dann filme ich so ein paar Eindrücke. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu meinem Studium, zu meinem Leben in Holland, zu sonst irgendwas, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich das natürlich auch auf jeden Fall alles. Und dann melde ich mich später nochmal und ich denke mal, ich werde jetzt öfter solche Vlogs, Live-Updates, keine Ahnung was machen, weil mir das nämlich Spaß macht und ich hoffe, das interessiert euch auch ein bisschen. Mit dem Wind. Ich habe jetzt zum Glück mein Fahrrad wiedergefunden. Ich habe etwas Angst gehabt, dass ich es nicht wiederfinde. Und habe mir gerade noch eine Portion Pommes reingehauen. Oh, da kommen ein paar Autos. Weil ich einfach mega Hunger hatte. Und ja, ich habe gestern noch erzählt in dem Video, dass ich zu viel Zeug habe. Und jetzt war ich gerade bei HEMA und habe noch mehr Zeug gekauft. Ist natürlich logisch. Aber ich zeige euch das alles in Ruhe, wenn ich wieder zu Hause bin. Jetzt muss ich gleich noch ein bisschen was fürs Frühstück morgen kaufen, weil mein Freund heute Abend noch kommt und ja.